Ultimate Fight will ich gerade nicht machen, weil wir gerade gegen Roy schon so eine Probleme hatten, dass wir wirklich noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen trainieren, bevor wir Ultimate Fight weitermachen. Aber Anfängerliga, soll ich uns nochmal anmelden? Anfängerliga? Gleich, für übermorgen, Anfängerliga? Ultimate Fight ist zu riskant, ehrlich, Roy hat uns echt gut eingeschenkt. Wir müssen noch ein bisschen, oder? Ich glaube, das ist gut. Ultimate Fight. Okay, ja, na gut, ja. Ich würde sagen, meld für normalen Kampf an. Ja, ich glaube auch. Ultimate Fight ist, glaube ich, zu riskant einfach. Ich will nicht verlieren. Wir können aber nochmal zum Fight Club gehen. Das können wir machen. Weißt du, Fight Club, da fahre ich einmal mit dem Bus hin. Mit dem Bus $5, die haben wir. Wir müssen aber noch Fleisch kaufen und wir müssen leider noch arbeiten. Da können wir hier nochmal ein paar Toasts verdienen. Teste dein Können. Ja, okay. Mal gucken, wer jetzt kommt. Der Klaus. Alter, Klaus. Klaus Kinski, Alter. Das ist doch Klaus Kinski, oder? Der muss doch richtig wütend sein, Alter. 3-3-5. Könnte funktionieren, weiß ich nicht. Wir schauen mal ganz kurz, was haben wir denn gerade geholt? Karate Kick fügt mehr Schaden zu. 5-3. 5-2. Hä? Der fügt doch gar nicht mehr Schaden zu. Unser hoher Tritt. 5,68. 5,86. Okay. Genauigkeit ist nochmal höher, also bringt schon was. Machen wir Karate Kick. Okay. Der Klaus, Alter. Ich bin mal gespannt. Der Klaus teilt aus. Mal schauen, ob wir den Klaus heute ein bisschen wegsmashen können. Alter, dem Klaus direkt in die Fresse. 15. Für 15 direkt in die Fresse gegeben. Alter, was für ein Opener. Sehr, sehr schön. Ersten Sekunden, ersten Minuten gleich hier des Kampfverlaufs. Direkt mal klare Ziellinie. Aber noch kann sich alles ändern. Noch wissen wir es nicht. Aber ich muss sagen, der Klaus ist klar im Nachteil, wie es aussieht. Der Klaus weicht aus. Das kann er gut hin. Also das kriegt er gut hin. Aber er kriegt noch oft genug eine geschenkt und ganz ehrlich, seine Ausdauer weicht schneller als unsere Combo 10. Ich glaube, der Klaus sieht bei uns keine Sonne. Ich glaube, das war's für den Klaus, der haut's nicht mehr raus. Oh, graus. Nein, jetzt hört's aber auf. Okay, wie sieht's aus? 154, 76, ich glaube, der Weg ist ganz klar. Wir sind gerade mal angeknackst, wir haben gerade mal 5 Schadenspunkte, während Klaus gleich schon auf den Zahnfleisch geht. Ich glaube, dieser Abend wird für Klaus nicht gut enden. John 20er, macht den einfach mal weg, der, ja... Klaus in keiner Verfassung. Das sind Straßenkämpfe, Freunde. Das sind echte Straßenkämpfe. Und er hat einfach keine Sonne gegen uns. Es scheint so, als würde jeder Gegner eher schwächer als stärker. Jeder neue Gegner, der uns serviert wird, scheint eher schwächer zu werden. Vielleicht ziehen wir unsere Kraft. Vielleicht zieht John seine Kraft aus den Niederlagen der Gegner. Und sieh mal einer an. Er ist völlig erledigt. 0 und 3 Punkte. Der war völlig erledigt. Der war völlig down. So, HP Energie, bam, hier nochmal aufgeholt, hier nochmal aufgeholt. Und hier auch nochmal aufgeholt, nochmal aufgeholt. Sehr, sehr gut. Das war er. Das waren 4. Okay, aber für ihn ging es dann halt einfach bergab. So, 4 Toasts, 4 Knäckebrot, was auch immer, kriegen wir noch. Oh. Ich finde keine neuen Gegner mehr hier für dich. Du bist jetzt der Beste hier. Ziel erreicht. Street Fighter, du hast es geschafft, du hast 5-mal gewonnen. Ich habe immer an dich geglaubt. Wir haben den Street Fighter haben wir schon gewonnen. Und übrigens bist du ein echt toller Kerl. Der Tyler. Alter, der Tyler. Ey, das freut mich zu hören. Kommt noch was? Ich brauche deine Hilfe. Ich habe einen Zwillingsbruder, der in einer Wohnwagensiedlung wohnt. Und er hat Probleme mit seinen Nachbarn. Es wäre toll, wenn du mir helfen könntest. Neues Ziel. Mickey. Ne. Alter, das ist doch jetzt nicht, wie heißt denn das nochmal, Alter, mit der Film mit den Schweinen, der Film mit den Schweinen, der Zwillingsbruder, Tyler Durden wird gespielt von Brad Pitt und Mickey in dem Film mit den Schweinen, wie hieß denn der nochmal, Mickey ist doch der Zigeuner, der nicht richtig reden kann, der war richtig geil, Snatch, ich glaube es war Snatch, ne? Schwein und Diamanten auf Deutsch. Snatch. Sehr geil. Snatch, Schwein und Diamanten. Super geil. Mickey, der Zwillingsbruder, auch gespielt von Brad Pitt. Im Camp. Pass auf die Hunnis auf. Also die Hunnis! Alter, wie geil ist denn das? Alter, wie viel ist denn hier drin in diesem Spiel? Alter, ganz ehrlich, 10. Das Ding kostet 10 Euro. Kauft ihr das sofort. Wo ist denn hier die Wohnwagensiedlung? Mix Büro? Arbeit? Camp. Roy's Haus, dein Zuhause? Wo ist das jetzt? Ich geh nochmal kurz fragen. Tyler? Testen können wir ja nicht.
Wo ist denn das jetzt? Die Stadt können wir nicht ziehen. Hätte mich jetzt, also wenn wir, hätten wir die Stadt noch links rechts ziehen können, das hätte mich jetzt gewundert. Beim Camp, ist das einmal beim Camp? Mit dem Bus, ich fahre da mal mit dem Bus hin. Wir müssen auch noch arbeiten. Das ist Mickey. Ach so. Hey Bobo, nimm mich. Also für die Arbeit. Mickey. Hi, dein Bruder Tyler hat mich geschickt, um dir zu helfen. Okay, wir sind beim Camp. Also, ich bin Mickey. Du hast Tylers Bruder getroffen. Er scheint ein netter Kerl zu sein, aber sei lieber vorsichtig, wenn du Geschäfte mit ihm machst. Oh ja, das stimmt. Also, was ist dein Problem? Abgesehen davon, dass du in diesem Loch hier wohnst. Alter, mach mal keinen Scheiß, Junge. Aber Bobo, hör den ganzen Tag laute Musik. Ich höre für Dreschen, habe ich Angst, ihn umzubringen. Irgendwie, sie auch kennst du das. Verstehst du nicht mehr. Das ist Mickey. Ruhe! Bring Bobo dazu, mehr Respekt vor seinen Nachbarn zu haben. Laute Musik kann ganz schön stören. Alles klar, ich rede mit Bobo. Ja, das ist gut. Ja, ein Geschenk für dich. Das ist schön. So. Also, geil. Dass mit Mickey auch wieder redet und so. Es ist schon sehr, sehr geil. Bobo hauen. Ich will Bobo nicht hauen. Wir fragen ihn erstmal höflich. Der hört laute Musik. Heute ist ein guter Tag. Hey, Bobo. Ja, immer noch. Okay. Frag nach lauter Musik. Bobo, kannst du die Musik leise machen? So. Ja, komisch, dass du erwähnst. Ich habe ein Problem. Ich habe mein Hörgerät verloren. Was? Wenn du Neues findest, mach ich die Musik leiser. Der süße Klang von Musik. Finde Bobos Hörgerät? What the fuck? Was? Unglaublich. Finde Bobos Hörgerät. Wo kann ich so ein Hörgerät finden? Du kannst jemanden mit Hörschaden fragen. Vielleicht haben die ein Hörgerät. Wir hatten einen Hörschaden. Mit dem Bus zum Mixbüro. Ich muss noch Schnitzel kaufen. Fragen nach Hörgerät. Mick, hast du ein Hörgerät?
So. Was wollte ich machen? Was wollte ich gerade machen? Welches Spiel jetzt? Jetzt kommt das Spiel, geh ins Bett, Junge. Das ist ein ganz neues Spiel. So, gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Guten Morgen an alle, die aufgestanden sind. Und ich würde sagen, wir können eigentlich theoretisch noch mal ganz kurz ein Ultimate Fight können wir probieren. Also wollen wir noch einen letzten Ultimate Fight probieren, bevor wir dann schlafen gehen? Wollen wir das noch machen? Ja oder nein? Ihr müsst es entscheiden. Ihr müsst es entscheiden. Also ich warte noch ganz kurz. Ja. Ja. Komm, einen letzten Ultimate Fight machen wir noch. Die Musik passt gerade schon gegen Jürgen. Ist das nicht der aus dem Big Brother damals, der Jürgen? 3, 4, 6, Alter. Das könnte hart werden. Das könnte echt hart werden. Kopfnuss. Au, 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 au. Okay, der verbraucht viel Energie. Verbraucht aber auch mehr Energie. Der verbraucht viel Energie. Das könnte gut sein. Aber wir kommen nicht so gut durch mit den Boxen. Wir machen nicht so viel Schaden, glaube ich. Alter, er macht natürlich exorbitant Schaden. Wir müssen mehr ausweichen. Wir müssen auf seinen Energieverlust setzen. Das ist wieder ein Kampf, wo wir auf Geschwindigkeit setzen und bei ihm darauf hoffen, dass er nicht so viel macht. Wir müssen auf die Rundenanzahl, Alter. Alter, oh, übel. Aber es war klar, es wird riskant. Wir können diesen Kampf auch verlieren. Wir könnten diesen Kampf verlieren, das kann passieren. Wir haben bis jetzt erst einen einzigen Kampf verloren und das war der gegen die Straßenkämpfer, unser allererster Kampf. Das war der einzige Kampf, den wir verloren haben, weil das auch mega unfair war. Das erste, was wir gemacht haben, wir gehen irgendwas gucken, werden sofort angegriffen. Und haben noch keine Ahnung. Fight. Alter. Oh, nee. Okay, jetzt komm. Hau ihn weg. Alter, der ist gerade... Mach ihn down, den Jungen. Der hat kaum noch Ausdauer. Ja, sehr gut. 15. Jetzt haben wir wieder eine Chance. Für wie lange, weiß ich nicht. Es könnte hart werden. Es könnte sehr, sehr hart werden. Das könnte sehr, sehr hart werden. So. 8, 9. 5. Okay, komm. 57 zu 87. Ja, 13. Sehr gut. Wir müssen immer auf seine Ausdauer gehen. Wenn seine Ausdauer versiegt, dann haben wir eine Chance. Und offenbar auch eine sehr gute Chance. Alter, Kombo 17. Nice. Bam. Weggeschlagen. Sehr, sehr gut. Wir schaffen das. Ich bin sehr sicher. 3. Na komm. 7. 10. 1. 4. 9. Na komm. Alter. Du gewinnst. 70, 40 Dollar kriegen wir noch in die Hand. 2 Toasts, das ist auch sehr schön, freue ich mich sehr. Ich wünsche, wir würden mehr Toasts kriegen, damit wir mehr Skills machen können. Ich muss aber unbedingt wieder Fleisch kaufen. Oder? Haben wir den Kühlschrank noch voll Fleisch? Ich weiß es gerade gar nicht. So, dass der immer so steht, weißt du, so. Also so. Weiß ich nicht, ist irgendwie komisch. Ist irgendwie ein merkwürdiger Typ. 6, 7, okay, ein Fleisch können wir noch kaufen. Wir haben es gerockt, Gott sei Dank, Alter, Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Angst davor. Wir haben es aber geschafft, gemeinsam. Ich glaube, trainieren können wir noch nicht, ne? Doch, hier geht's wieder ein bisschen. Alter, gute Runden. Also wir legen echt gute Runden hin, muss ich sagen. Wir scheißen auf die Olle mit der Liebe und so. Und seitdem läuft's. Seitdem wir der Alten nicht mehr hinterherlaufen, seitdem läuft's. Das ist ganz gut. Und wenn, dann kauft man sie für 40 Dollar. Da gehe ich lieber arbeiten. Alter, geh da runter. Das bringt nichts. So, nochmal ein bisschen hier. Okay. Und dann gehe ich auch wirklich schlafen. Also ich gehe nicht schlafen, ich gehe erstmal was essen gleich, weil... So, ich sterbe ja in chronischer Unterernährung. So. Pizzaladen machen wir nächstes Mal. Sei mir nicht böse, aber wir sind schon über 6. Ich wollte ja bis 6 machen. Eigentlich machen wir ja nur bis 2. Wir sind dezent über. Wir haben leichte Überlänge. So. Lass mal noch Fleisch kaufen. Noch ein Kampf. Noch kurz trainieren. Schnell Liebe machen. So. Ist ein Pizza-Special nicht illegal? Ich glaube schon, darauf kommt es ja an. So, ich mache jetzt mal Speichern und Ende. Das war Punch Club für 10 Euro auf Steam. Ganz ehrlich, ist ein mega geiles Spiel, macht mega Spaß. Ist nicht so leicht, ist echt nicht so leicht. Und ganz ehrlich, hier, published von Tiny Build. Ich liebe Tiny Build. Ich muss sagen, Tiny Build ist toll. Und Lazy Bear Games mag ich jetzt auch sehr gerne. Also, sehr, sehr geil.
Und wir haben zwischendurch 10 Keys rausgehauen, vorher noch 30 Keys von Eden und so weiter und so fort. Wir haben über, Alter, was für ein Stream das heute auch war. Was für ein Stream!